Wir haben hinten 220 kW Peakleistung, Tesla Model S Drive Unit. Moin moin meine Elektroumbaufreunde, heute möchten wir euch mal das neueste Projekt von uns vorstellen. Was haben wir hier? Ein Porsche Boxster 987 aus dem Baujahr 2006, der von uns eine Tesla-Kur bekommen hat. Das heißt, wir haben hinten 220 kW Peakleistung, Tesla Model S Drive Unit, die kleine. Wir haben hier insgesamt 53 Kilowattstunden Batterie verbaut. Einmal vorne im Frunk, sage ich jetzt mal, und einmal da, wo normalerweise der Verbrennungsmotor war. Aber ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal das ganze Auto einmal drumherum an und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie wir das gebaut haben und wie das Auto so aussieht. Fangen wir mal vorne an, wo normalerweise der Kofferraum war oder auch immer noch ist. Haben wir jetzt immer noch Kofferraum. Hier drunter befindet sich ein Teil der Batterie, 8 von den Modulen. Das sieht man jetzt nicht, wir haben einen schönen Teppich drüber gemacht, sodass es im Prinzip immer noch alles original aussieht und man immer noch ein bisschen Stauraum vorne hat, um manche Sachen zu verstauen. Ja, ansonsten seht ihr, das ist eigentlich eine saubere Lösung geworden. Dann gehen wir weiter zum Tankstutzen einmal. Hier haben wir jetzt die Ladebuchse. Es handelt sich hierbei um eine Typ 2 Ladebuchse. Der Kunde hat bei uns eine 6,6 kW Ladeleistung bestellt. Das heißt, wir machen ein zweiphasiges Laden, jeweils 3,3 kW. Klar, dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal den Kofferraum an. Der ist komplett unverändert geblieben, das heißt, wir können noch den kompletten Stauraum benutzen. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass wir kein Öleinschwellstützen mehr benötigen, selbstverständlich. Auf der rechten Seite haben wir noch den Flüssigkeitsbehälter, der von uns wieder verwendet wird. Also das kann auch da nachgefüllt werden, ist aber im Normalfall nicht notwendig. Dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt das Auto einmal von unten an und springen einmal in die Werkstatt. Ich würde sagen, wir fangen am besten einfach von hinten an und gehen einmal so bis vorne durch. Ja, wie ich schon erwähnt habe, hier ist die kleine Tesla-Unit drin aus einem Model S, die Back-Unit, 220 kW und 330 Newtonmeter. Die passt hier echt perfekt rein in die originalen Aufnahmen vom Boxster, also als wenn das so geplant ist. genau, wichtig ist halt immer, dass man halt an der ganzen Fahrwerk etc. keine Änderungen vornimmt, das mag der TÜV nicht. Genau. Hier nochmal eine Besonderheit wieder unsere Antriebswellen, wo auf der einen Seite Tesla ist und auf der anderen Seite Boxster, beziehungsweise Porsche, die extra angepasst wurden auf die richtige Länge. Hier ist das große Batteriemodul, hier haben wir 16 von unseren Modulen drin, die 3P4S-Module. Hier sind, wie gesagt, 16 Stück drin. Oben drüber ist die Box, dann, wo das BMS angeschlossen wird, unsere Schütze sind, unsere AV-Box. Wir blenden hier einmal ein Foto ein, damit ihr seht ungefähr, wie das aussieht. Und einmal eine kleine CAD-Animation, um das einfach mal zu zeigen, wie wir das geplant haben. Genau, und die wird auch an den Originalpunkten, wo normalerweise der Motor, also hier ist ja normalerweise der Boxermotor drin, die sind an den Originalpunkten aufgehangen. Also da bekommen wir dann auch keine Probleme. Wie gesagt, wassergekühlt, das muss sein, wenn man dann halt so viel Leistung fährt, wie wenn man eine Tesla-Unit nimmt. Genau, gehen wir einfach ein bisschen weiter nach vorne. Hier haben wir die original Wasserleitung vom Boxster genommen, haben eine mit dazu gemacht. Generell fahren wir hier zwei Kühlkreisläufe. Wir haben einmal einen Kühlkreislauf für den Motor und den Inverter und einmal einen Kühlkreislauf für die Batterie. Genau. Dann hier vorne haben wir die beiden Charger. Also das Auto hat 6,6 kW Charging, zweiphasig. Das wollte der Kunde so, der hat das so bei uns bestellt. Und genau, die sitzen hier drunter. Hier oben drüber ist noch die elektrische Servopumpe, die wir jetzt brauchen, die es auch bei uns gibt. Und genau, das war es im Endeffekt schon. Und dann ist hier vorne, das haben wir uns eben ja schon mal angeguckt, von oben ist ja der vordere Kofferraum oder auch Frunk. hier ist der zweite Teil der Batterie, hier haben wir nochmal 8 Module drin. Was jetzt hier unten drunter noch fehlt, sind auf jeden Fall die original Plates, dass man die Abdeckung, die wir noch drunter kommen, und dann ist es im Endeffekt soweit fertig hier unten. Alles klar, da sind wir wieder und gucken wir uns mal das Fahrzeug von innen an. Also generell hat sich am Innenraum nicht viel getan. Was natürlich am meisten auffällig ist, dass wir hier wieder den Touch-Encoder haben, anstatt des Schaltknopfs, also vorher ein Schaltwagen. Ansonsten sieht man hier noch den Notausschalter und dass sich an der Tachoscheibe was getan hat. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr den Drehzahlmesser, sondern wir können der Drehzahlmesser wurde umfunktioniert von uns, sodass man jetzt die Leistung sieht, wie in jedem Elektroauto, wo man dann die Leistung einmal für den Fahrbetrieb, wo aus der Batterie rauskommt, die Leistung, und einmal fürs Charging, wenn man rekuperiert. Dann würde ich sagen, mache ich den Wagen einmal kurz an.
Jetzt sieht man auch, wenn der Wagen an ist, dass wir hier, dass der die Nadel von off auf ready gesprungen ist. Und wenn ich jetzt fahren würde, würde halt E-Drive gehen. Das gucken wir uns aber im nächsten Video einmal an. Wie ihr seht, haben wir hier immer die Batterietemperatur, die ist aktuell bei 20 Grad. Auch die Skalierung ist etwas geändert, da natürlich 120 Grad wie beim normalen Fahrzeug oder 90 im Normalbetrieb für uns, für die Batterien ein bisschen viel ist. Auto ist relativ leer aktuell. Wie ihr seht, haben wir auch alle Fehlermeldungen noch aktiviert. Wenn ich zum Beispiel das PSM, also das Porsche Stability Management, ein- und ausschalte, funktioniert das alles noch. Das ist für den TÜV auch sehr, sehr wichtig, dass die ganzen Sicherheitsfeatures noch von dem Fahrzeug funktionieren. Ich würde sagen, im nächsten Video gucken wir uns dann an, welche Features wir in dieses Fahrzeug integriert haben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und vor allem, wenn ihr dieses Fahrvideo sehen wollt, dann schaltet wieder ein. Ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was die Jungs immer wollen. Von daher sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.